Plansch, Plansch und willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. In der letzten Folge haben wir die zweite Arena gemeistert. Die Pflanzenarena, um genau zu sein. Und heute habe ich ein paar andere Pläne. Ich möchte ein bisschen rumreisen und einen anderen Ort anschlagen. Ich habe hier irgendwo in der Nähe ein neues Pokémon gesehen. Ich weiß nicht, ob das wieder auftaucht. Hier ist übrigens die TM. Und zwar die TM Sternschauer mal wieder. Nichts Neues, das kennen wir schon. Hier, dieses neue Pokémon, was ich gesehen habe. Den Vogel kennen wir zwar schon aus der Anfangssequenz, aber wirklich im Wilden haben wir noch nicht getroffen. Cravaloro heißt das. Oh, Level 20, oh. Ja, eigentlich ist diese Route, glaube ich, für ein klein bisschen später. Also für den Weg, den wir eingehen werden. Von daher... Oh, bitte kill das nicht. Achso, wegen Konterknecht kann das nicht. Okay, dann machen wir Kanon. Du, fehlgeschlagen. Haha. Genau, diesen Vogel gibt es übrigens in verschiedenen Farben. Zum Beispiel auch weiß und blau und so. Wir haben jetzt halt zufällig ein grünes. Deshalb fangen wir einfach jetzt mal ein grünes. Der Ball fliegt! Er kann schweben! Oh mein Gott! Der Ball fliegt! Hör, was ist das denn? Diese Pokémon-Leben bevorzugt den Städten. Sie bilden nach Gefiederfarbe sortierte Gruppen und tragen untereinander Revierkämpfe aus. Okay. Das ist ein neues Pokémon. Noch eins. Mann, lass mich auf das Menü. Ich weiß, neues Buch und alles. Hier. Was ist das denn hier für einer? Spinsidias. Ach, das ist die Weiterentwicklung von Tauruntel. Ah, ja gut, das können wir ignorieren. Die Weiterentwicklung von Tauruntel. Ja, jetzt wisst ihr, wie die aussieht. Ui, schau mal hier, noch ein neues Pokémon. Die Tandemaus auf Englisch. Gah, wie sein Anschreien, ich finde das super. Zwiebs heißt es. Ehrlich, das heißt Zwiebs auf Deutsch. Ich finde Tandemaus besser. Ja, das sind einfach nur zwei Mäuse nebeneinander. Ein kleines Paar, ein kleines Pärchen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Weiterentwicklung von dem Ding ist nichts Besonderes. Ich finde das so lustig, wie sie ihren Mund aufmachen. Ich finde das so lustig irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Dreimal getroffen, boah, das dauert so lange. Ich schmeiß mal einen Superball. Damit der Prozess ja schnell vorbei ist. Neben den vielen neuen Pokémon, die wir uns heute anschauen, will ich auch eine neue Route einschlagen. Yeah. Zwiebs. Zwiebs arbeiten perfekt im Team zusammen. Sie nagen mit den Vorderzähnen Material für den Nestbau ab und tragen es dann davon. Oh yeah. Süßes kleines Ding. Die Tandemaus. So, und hier sind wir wieder zurück in der südlichen Zone. Hier ist übrigens ein Damieflex. Ich glaube, das hieß so. Richtig? Ja, ich müsste es ja wissen. Ich habe es ja in Shiny gehabt. Wie Damage macht das? Oh, schon sehr viel auf Level 20. Ah, komm. Nee, das lohnt sich nicht. Komm. Nein! Lass mich fliehen! Und schwupps, da bin ich wieder aus dem Kampf raus. Ich habe meine Magie angewendet. Oh, Magui hat mir wieder zugeschaut. Wunderbar. Oh, ein Mundtier. Kleines Mundtier. Genau, hier haben wir nämlich noch einen Trainer auf dem Weg übersehen. Und noch ein paar neue Pokémon. Zu denen kommen wir gleich noch. Ich bin ein Arbeiter. Arbeit ist meine Stärke. Let's go. Voltoball. Ich bin sehr angeschwächt, oder? Ja, bin ich. Ich heile lieber nochmal. Ein Trank sollte reichen. Makuhita schaut mir wieder zu. Entweder ist es Hopfspaß, wo mir zuschaut, oder Makuhita. So. Funkensprung, wie viel Damage? Nicht so viel, aber. Ne, auch keine Paralyse. Perfekt. Oh, er tanzt mit mir den Walzer. Ich will den Walzer aber nicht tanzen. Das kriegst du zurück. Bam.
Die Elektrizität überhitzt wohl langsam, wa? Ich will immer noch nicht tanzen. Verstehst du das nicht? Kleiner Ball. Magnetilo, da bleiben wir drin. Magnetilo ist nämlich Elektro-Stahl. Und wie man sicherlich weiß, oh, wie schön Magnetilo hier aussieht. Wie man sicherlich weiß, kann man Stahl schön erhitzen. Und das macht sehr viel Damage. Und es ist ein Down. Let's go. Yay, Esteban is down. Ha? Na nur, Lechonk entwickelt sich. Und es ist wieder auf der Overworld. Und schaut euch das an. Frag uns. Ja, Lechonk hat zwei Weiterentwicklungen, je nach Geschlecht. Das ist die männliche Weiterentwicklung. Die sieht feminin aus. Und die weibliche ist halt einfach... Ja, ganz normale. Ist ein bisschen normaler eigentlich. Seine glatte, glänzende Haut ist sein ganzer Stolz. Über die Spitze seines Schwanzes steht es... setzt es einen konzentrierten Duft rein. Guck mal, ist ja funny. Ach stimmt. Ich kann euch direkt zeigen, wie das aussieht. Indem ich nämlich schnell ins Pokédex reingehe. Dann sieht man nämlich auf dem gleichen Bild, genau. Da rechts in der Mitte seht ihr die männliche, die weibliche Form. Links ist die männliche, rechts die weibliche, ganz rechts. Lechonk. Ja, finde ich lustig. Mir wurde gesagt, dass andere Leute haben tatsächlich eine richtige Animation, einen richtigen Bildschirm, wenn sich Boom entwickelt. Ich habe es jetzt immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie das so ist, wann das kommt. Ich habe keine Ahnung. Oh, hallo, Kleiner. Also, das kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht kriegen wir den noch mal zu sehen, zu Gesicht. Genau, Gladiantri kann ich euch empfehlen, ins Team zu tun. Weil es hat eine neue Entwicklung bekommen, wo es wie ein Samurai aussieht. Und ich finde die Entwicklung echt cool. Aber ich habe schon andere Pläne für mein Team. Deshalb musst du leider down gehen, Kleiner. Es tut mir leid. Ich komme da nicht hoch. Okay. Gling, gling. Ja, ein paar Pokebälle und alles. Oh. Scheinbar kann man die Weiterentwicklung hier auch im Wilden fangen. Okay. Interessant. Hier ist ein Knilz. Hier. Ist, glaube ich, Pflanze oder Käfer. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß den Typen von Knilz wirklich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir sehr effektiv dagegen. Deshalb kann ich es einmal eben demonstrieren. Und Level 22 schon. Krass. Ja gut, aber du bist angeschlagen. Dann tun wir lieber mal super nach vorne. Du bist schon Level 18? Krass. Ich dachte, Super entwickelt sich auf Level 18. Also Wupper meine ich. Scheinbar noch nicht. Genau, wir wollen jetzt hier noch geradeaus gehen. So, dashen wir ganz schnell nach vorne. Denn hier hinten, habt ihr schon auf der Map gesehen, ist ein kleines Lake. Ein kleiner Wasserort. Oh, Mankey! Den fange ich mal. Denn Mankey hat genauso wie da hinten, Cesurio oder wie das Ding hieß, hat es auch eine neue Weiterentwicklung. Und deshalb kann ich das auch nur empfehlen, ins Team zu tun. Für was Neues und ein bisschen mehr Variation. Ich hoffe nur, dass Wupper jetzt nicht down geht. Das wäre nicht so sonderlich schön. Ich versuche mal mit dem Pokéball. Mal gucken, ob es drin bleibt. Yes! Cool. Und Level Up für ein paar Kumpeln und Kumpelinen. Es lebt mit Artgenossen im Baumkronen. Verliert sie aus den Augen, wird es vor Einsamkeit zornig. Oh nein. Ja, Lechonk kam wieder raus. Hat sie jetzt entwickelt. Habe ich jetzt gezeigt. Und Mankey. Tue ich vielleicht ins Team? Ich weiß es noch nicht. Oh! Pommy bzw. Parmo entwickelt sich. Ah, ich wünschte, ich würde mich darüber freuen. Hey, jetzt steht es. Tamamo.
Von Pamo zu Pamamo. Wird seine Kolonie angegriffen, stürzt es sich sofort in den Kampf und besiegt den Feind mit Kampftechnik, die auf Elektroschock setzen. Ja, und das Problem ist, das Ding hat noch eine Weiterentwicklung und die ist genauso lame. Also, in den Trailern war ich wirklich gehypt auf Pormi. Aber als ich die Entwicklung gesehen habe, war ich wirklich super enttäuscht. Also ja, ich bin einfach nur enttäuscht von Pormi. Genau. Bringst du mir was bei? Was soll ich dir denn beibringen, Kleiner? Ja, wie man so krass wird wie du. Und wie man die Niederlage einsteckt. Ja, wie man die Niederlage einsteckt. Das kann ich dir versuchen beizubringen. Denut. Du, du, du. Okay. Schmerbe Level 17. Wasserboden, glaube ich. Also das gleiche wie ein normales Kanto. Nicht Kanto. Johto Felino, genau. Johto Felino. Aber Paldea Felino ist da anders. Und ich habe leider nichts da. Ah, doch, ich habe Pamamo. Pamamo. Oh Gott, ich bin gespannt, wann wir die letzte Entwicklung von Pamamo sehen werden. So, Schmerbe ein paar Mal abgeklatscht. Und der Trainer ist zu Ende. Oder doch ein zweites Pokémon? Ne, hat er nicht. Hat er nicht. Das ist eine Niederlage. Genau, mein Kleiner. Du wirst das schon noch richtig lernen. Na gut. Da kommt ein Item. Tafelwasser. Schön. Hier ist Water. Und hier gibt es ein paar Wasser-Pokémon, gegen die ich gerne antreten möchte. Oh, hier ist ein Gibunkel. Hallöchen, kleines Gibunkel. Oh, Shinux. Krasses Shinux. Oh, Meryl. Was haben wir noch hier? Kann ich ins Wasser? Antwort ist nein, ich kann nicht ins Wasser. Aber ich meine, hier gäbe es ein Pokémon, was ich schon gerne hätte. Kann ich das bitte anvisieren? Oh. Hä? Warum sieht Felino hier so golden, vergoldet aus? Hä? Was ist das für ein Grafikpack? Seht ihr das? Oh nein! Was ist denn da passiert? Okay. Interessant. Oh, hier ist ein Dumesel! Dumesel auch eine Weiterentwicklung bekommen. Endlich! Aber seid nicht geil auf die Weiterentwicklung. Die ist nichts Besonderes. Trotzdem kann ich ja mal versuchen, es zu fangen. Okay, ich habe das Pokémon gefunden. Das gibt's überall, wo Wasser ist. Hier hatte ich halt die größte Chance. Da hinten, ihr seht schon, dieses gelbe Viech da hinten. Ich muss nur gucken, wie ich das jetzt anvisiere am besten. Genau das da. Yes! Hat geklappt. Das möchte ich gerne in meinem Team haben. Blip heißt es nämlich. Oder Tadbulb auf Englisch. Der englische Name ist natürlich besser. Was ist mit dem Schatten los? Also, diese Wellen machen Felino komplett kaputt, gefühlt. So, das Ding gibt es überall, wo Wasser ist. Wie gesagt, hier bin ich jetzt nochmal hingegangen. An der Kante, am Rand. Weil ich hier die besseren Chancen habe, es zu finden. Hier spawnen halt viel mehr Pokémon. Ich habe Sorbier seine Attacke und ich lasse mich aber dafür treffen. Ai. Kann ich so schon fangen? Ich meine, ich kann es versuchen. Mit einem Superball am besten direkt. Habe ich bessere Chancen. Und jetzt schaut mal. Oh, ich schwebe auf einer Luft. Okay. Ich dachte, Ball geht jetzt ins Wasser und dann kann ich nochmal diesen doppelten Ball-Effekt zeigen, aber. Ich habe ihn ja schon mal gezeigt. Ist nicht so schlimm. Und yeah! Damit haben wir Tadbulb. Es erzeugt Strom, indem es mit seinem Schwanz wedelt. Bei Gefahr warnt es seine Artgenossen, indem es seinen Kopf aufblinken lässt. So, ich nenne es den englischen Namen. Ist halt besser. Tadbulb. Süß. In mein Team direkt. Ja, dann
kann Menke eigentlich direkt wieder gehen. Ich wollte Menke eigentlich gar nicht ziehen tun. Ich wollte nur irgendwann mal entwickeln, damit ich euch zeigen kann, wie er aussieht. Okay. Ja. Damit bin ich hier in diesem Gebiet fürs Erste fertig. Und gleich geht es woanders weiter. Mega cooler Cut. Jetzt. So, ich bin hier beim Freundeskreis. Ich habe jetzt Max hergeholt für die Gruppe. Und mit ihm werden wir jetzt ein bisschen rumlaufen, damit es nicht so langweilig ist. So, ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert, weil ich habe online gesehen, dass es sehr verbuggt ist mit den Animationen. Und das möchte ich gerne sehen. Vielleicht kriegen wir auch lustige Animationen. Das wäre cool. Und da ist er auch schon. Du, 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 du. Hallöchen, Pupöchen. So. Und unser nächstes Ziel, zeige ich euch mal ganz kurz. Unser nächstes Ziel ist hier. Ich bin wieder hier in der Stadt, wo die erste Arena war mit den Käfer-Pokémon. Ne, hier. Und als nächstes wollen wir... Oh Gott, ja, warte, ich muss kurz richtig drehen. Einen Moment. So ist richtig gedreht. Hier ist die Käfer-Arena. Wir gehen jetzt hier nach oben. Also nicht da nach oben, aber halt hier dieses grüne Gebiet hier, das Ganze. Das erkunden wir jetzt ein bisschen mit ihm. Woo! Nein? Oh, schade. Hier habe ich noch eine TM übersehen. Das ist die TM. Oh, das ist keine TM. Kann er mir jetzt helfen? Ein bisschen zu kämpfen? Genau, Max hat nämlich das andere Spiel. Er hat Purpur, deshalb hat er jetzt Miraidon. Das Gegenstück. Das hat man jetzt gerade gesehen, wo er aufgereitet hat. Da. Kann ich das einfach so besiegen? Schaffe ich das? Ich meine, ich bin höheres Level. Das könnte funktionieren. Wie er da rumläuft. Kann er nicht mitkämpfen? Geht das nicht? Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Wie viel Damage macht er? Alles klar. Okay, ich weiß nicht, ob das mein Fehler war oder ob ich woanders teleportiert wurde, aber eigentlich wollte ich hier zum Pokémon Center. Doch, ich wurde wegteleportiert nach da hinten aus irgendeinem Grund. Na egal. Hier wollen wir lang. Denn hier gibt es noch zwei Punkte, die ich angehen möchte. Und deshalb sind wir hier. Folgt er mir noch? Ah, da hinten kommt er angedüst. Ja. Miraidon fährt auch wie ein Bike aus irgendeinem Grund, aber... Naja, wie auch immer. Ja, mein Trainer. Dich habe ich schon von der Akademie gesehen. Du bist vor kurzem hierher gezogen, richtig? Mag sein. Datiri. Da haben wir natürlich jetzt ein Wasser-Pokémon für. Spaß. Das ist kein Wasser-Pokémon, das ist ein Elektro-Pokémon. Schlickter wäre fürs Erste unser Wasser-Pokémon, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich es drin lasse. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich weiß gar nicht, ob man als Außenstehender diesen Kampf jetzt auch mitbekommen, also miterleben darf. Ob man den sehen kann und so. Weiß doch gerade nicht, wo Max ist. Der düst irgendwo ab, glaube ich. Wir haben einen epischen Kampf gegen Datiri. Naja, nicht so episch, aber er ist auf jeden Fall down. Wir kriegen die XP, die wir verdienen. Und der Kampf ist geschwind vorbei. Was für ein stürmischer Neuzugang. Und hey! Super entwickelt sich! Auf Level 20. Dun, 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 dun. Und schaut es euch an! Ein Zulord! Ich weiß nicht, warum sie sich dachten, Zulord wäre ein passender Name. Es ist einfach, ist nicht Zulord wie so ein Jugendwort gewesen, ich weiß es nicht mehr. Auf Englisch heißt es Klotzer, ja. Finde ich lustiger, finde ich besser. Also Zulord, keine Ahnung, ist einfach weird. Ist kleiner als ich dachte, das nicht. Ich dachte, das wäre viel größer. Wird Zulord angegriffen, während es sich, indem es dicke Stacheln ausfährt. Setzt es diese riskante Attacke ein, ist es bereit, aufs Ganze zu gehen. Oh. Jetzt geht's aufs Ganze. Ja. Amnesie. 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 Oh, das wollte ich nicht. Ups. Das wollte ich wirklich nicht. Eieiei. Hier können wir direkt mal zeigen, was wir haben. Ich glaube, der sieht das. Oder sieht er das? Ich weiß es nicht.
Ja, wie sie rumhüpfen, super. Yeah. Oh. Wie das aussieht. Das ist so dumm irgendwie. Genau, hier auf dem Bild wirkt das Pokémon schon viel größer. Vor allem mit dem großen, breiten Mund. Aber scheinbar ist es doch relativ klein. Man kann sich im Kreis drehen, okay. Hier haben wir noch ein Nebulak. Hui. Hör mal, da links ein neues Pokémon? Oh mein Gott, Gras! Oh mein Gott. Hä? Das ist unsichtbar. Was zum... Wie so ein Lavandia-Turm verschwinde hier. Kannst mich nicht sehen. Ah, und im Silfkopf kann ich das Nebulak nicht sehen. Oh, ich darf nicht mehr fliehen. Okay. Du hast es so gewollt. Oh ja, jetzt auch. Cool. Oh, er kämpft gegen das Neben-Pokémon. Ach, die weißen Punkte sind Stacheln, die so rausgehen. Das hat keine Wirkung wegen Schwebe. Ich habe nicht nachgeschaut. I'm sorry. Ich bin gerade überfordert mit der ganzen Situation hier. Ich hoffe, das ist verständlich. Ich kann nichts machen. Ich kann Giftschweif einsetzen. Das kann ich machen. Das ist fehlgeschlagen. Aber von mir nicht. Zack. Oh, die kühlen Stacheln. Ah, der Kampf dauert lange. Warum dreht sich jetzt Max bei mir? Oh, ihr wird schwindelig. Ah, jetzt geh doch down, Mann! Das ist einfach gar kein Pokémon, da ist nichts. So, auch ohne Silfko kann man das Ding kaputt machen. Und da kam es endlich vorbei. Mein Gott. Ich meine, ich habe hier irgendwo ein Pokémon gesehen, neues, aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Warte. Hier. Was bist du? Kennen wir dich? Nee, du bist neu. Was bist du denn? Kleiner Knirps. Chillingel. Oh, ein süßes kleines Chillingel. Max geht komplett ab. Man kann leider nicht die Story zusammen progressen. Das heißt, man läuft einfach nur zusammen rum und sieht halt, was die anderen machen. Mehr ist das leider nicht. Trotzdem cool, dass man die Option hat. Es ist tausendmal besser als ein Schwert und Schild. Also ja. Option ist cool. Umsetzung ist ein bisschen boring. Ja, mein Schlingel. Interessant. Hör, was? Biss? Wer will Biss? Du willst Biss? Nee. Ich muss laden. Je länger das Sonnenlicht tankt, desto intensiver werden die Scharfstoffe in seinem Körper und umso pikanter fallen seine Attacken aus. Aha. Habanero. Okay. Interessant. Weiter geht's. Wollen wir uns hier mal weiter umschauen. Nicht nur Pokémon fangen, sondern auch Pokémon überfahren. ich glaube, ich wechsle mal kurz mein Team ein bisschen aus. Keine Tadpole nach vorne. Das ist ein süßes kleines Elektrovieh. Und hier haben wir unseren nächsten Trainer. Hast du schon mal seine Lichtsäule gesehen? Die sieht man auch von ganz weit weg. Okay, Rosa. Schuppet. Oh ja, Kamera. Weiß nicht wohin. Hey, die fliegen beide. Was zum... Hä? Was passiert daran? Ich glaube, das ist Max, der gerade gegen ein anderes Pokémon kämpft. Direkt daneben. Wie kann das aussehen? Was ein Planet fliegt auf was drauf? Was passiert da? Bam! Okay, irgendwie ist das doch lustig, mit Leuten zu spielen zusammen. Auch wenn man leider die Story nicht zusammen machen kann. Das ist trotzdem irgendwie lustig. Ah, ich bin geblendet. Ja, ich bin ja auch eine Glühbirne, ne? So. Ich möchte mich nicht zu sehr ablenken. Hier ist ein Pokémon. Ne, ist nicht. Das ist ein Item. Hä? Was bist du denn? Ach so, das Ding kennen wir schon. Okay, sorry. I'm sorry. Guys, I'm sorry. Okay. Ich glaube, hier geht's lang. Deshalb düsen wir mit Düsenantrieb direkt hier in die Richtung. Hier ist ein Item. Kann ich das noch erreichen? Nee, aber ich kann das hier noch schnell nehmen. Magst du hinter mir?
Ja, er ist direkt hinter mir, folgt mir auf Schritt und Tritt. Ich glaube, er hat diese Mission noch gar nicht gemacht bei sich, deshalb machen wir jetzt beide was Neues. Muss ich die Map schauen, wo ich bin. Oh Gott, das ist noch ein langer Weg. Ihr seht, ich will hier nach ganz oben. Moment. Genau, ich will hier nach ganz oben. Dorthin und dann noch nach hier. Also, hoch den Berg hinauf. Was ist Interessantes passiert? Seht das jetzt. Noch ein Trainer. Die westliche Zone 1 wird vom Wind beherrscht. Wusch, wusch. Okay. Pablo. Oh, Blutzug. Süß. Süßes kleines Blutzug. Es ist größer als gedacht und ich mag die Textur am Blutzug. Das sieht süß aus. Ha, direkt paralysiert. Wunderbar. Genau. Hat das nicht ein schönes Lächeln, das Pokémon hier? Hat doch ein schönes Lächeln. Zack. Aua. Und da oben kann man schon sehen, da sind ganz viele Türme. Vielleicht mit ein paar Schätzen? Das werden wir gleich herausfinden. Ich habe vor, noch in dieser Folge die Runde zu Ende zu machen, aber vielleicht war das noch bis nächste Folge. I don't know. Ich kann es nicht sagen. Aber ja. Jetzt nimm doch den Wind nicht aus den Segeln. Ich habe einen massiven Nebelauflauf entdeckt. Was? Lecker, Auflauf. Nee, ist immer ehrlich, was ging hier ab? Sind doch ganz viele Nebulak. Aber keins davon ist shiny. Schade. Was? Das Ding gibt's auch hier einfach so? Und ich habe lange danach gesucht. Ich habe irgendwie 10 Minuten nach dem Ding gesucht. Naja, egal. Naja, egal. Folgt er mir? Ja, er folgt mir. Okay. Hier ist noch ein Picknick. Können wir noch schnell ein paar Items abklappern. Und da ist ein. Das ist eine Teekanne. Fatality heißt es, glaube ich. So. Oh, neues Pokémon! Und schau mal, wie süß es ist! Fliegt das? Also, von der Animation her steht es, aber es fliegt offensichtlich. Flatutu! Ich finde das Pokémon echt süß. Vielleicht tue ich das in meinem Team, ich weiß es nicht. Ich fang's auf jeden Fall mal, also zumindest versuche ich's. Jetzt rollt er hier mit seinem Miraidon. Versuchen wir es zu fangen. Was habe ich für einen Blick gehabt? So einen traurigen Blick, oh nein. Hä? Was zum... Jetzt müssen wir nur so eine Pose machen, wo er den Ball so hält. Das wäre lustig. Leider in der falschen Richtung. Naja, egal. Wir haben ein Flatutu. Seine Fußspitzen schweben dank der Psychokräfte. Ah, es schwebt. Die von den Rüschen an seinem Bauch ausgehen. Knapp 1 cm über dem Boden. Ah, oh, das sieht so cute aus, das Ding, oder? Ich tue es mal in meinem Team. Warum nicht? Das sieht cute aus. Ja, gut. Ich bin kein großer Freund von Pamamo. Leider nicht. Auch wenn es mich ein bisschen an Guru schwimmen hört. Muss ich leider raus tun. Und ja. Machen wir weiter. Funpi! Hier gibt es Funpi! Für die Leute, die es interessiert. Was? Deine Gruppe wurde aufgelöst? What? Ha? Okay, die Gruppe hat sich jetzt aufgelöst. Wir versuchen es einfach ein andermal nochmal. Und gehen jetzt trotzdem erstmal weiter den großen Berg hier hinauf. Gucken, ob wir möchten einen Pokémon oder Trainer auf dem Weg entdecken. Hier zum Beispiel. Es regnet übrigens. Hey! Hey du, ich bin per Anhalter unterwegs. Kannst du mich auf deinem Reit-Pokémon mitnehmen? Das ist ein Dude. Oh. peinlich. Sorry fürs Misgendern. Ja, Tarnpignon. Amugus. Ja, wir schneiden einfach den Kampf raus. Existierte nie. Destroyed! Mit der Kamera! Okay, das war dann noch dieser Trainer.
Deine Bohnen haben sie sich ganz schön mitgenommen. Ja, komm, ich muss hier schnell weg. Das wird zu peinlich. Schnell weg! Ah, ich will nicht! Steinknochen. Wir können wir direkt heilen, wenn man möchte. Gibt's hier auch den Dude? Nee, der Dude aus der Liga ist hier nicht. Das ist nur so ein Zwischenstopp hier. Alright, kein Problem. Okay, weiter geht's. Hier gibt's eine Weggabelung. Und ich meine, wir müssen nach rechts. Aber erstmal müssen wir gegen den Trainer kämpfen, ja? Wenn ich gewinne, musst du meine CD kaufen. Okay, Deal. Und wenn ich gewinne, dann müsst ihr alle abonnieren. Ja. Matty Meow. Und das wurde auch schon gesagt, Mamuzi hat eine neue Animation. Schaut mal. Da streckt so die Hände nach vorne. Finde ich süßer, als wenn es einfach nur so rumsteht. Wie in den letzten paar Gens. Generell haben manche Pokémon eine Animation bekommen. Vor allem, was ich sehr gut heiße, der Fluch, ja, der Fluch, dass alle Flug-Pokémon fliegen müssen, ist gebrochen. Das heißt, Flug-Pokémon können jetzt auch einfach nur rumstehen, was ich wunderbar finde. Noch andere Pokémon wie Tornupto wurden geändert. Tornupto hat jetzt endlich wieder seine, seine Flammen hinten an seinem Rücken. Das macht es so viel cooler. Und ja, da muss ich wirklich sagen, Animation ist in diesem Spiel wirklich besser als in den letzten paar Switch-Spielen. Auch wenn es nicht viel ist, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und mal hoffen, dass wir in Zukunft mehr solcher Verbesserungen sehen. Genau, weil für die Leute, die es nicht wissen, in Gen 6 war das so, alle Flug-Pokémon mussten fliegen in der Animation, weil es nur in der Gen tatsächlich so Flugkämpfe gab. Und... ist bring. Und das mochte halt niemand. Hey Maike, der Herrscher des weiten Himmels soll irgendwo auf diesem Berg sein. Hier stürzen überall riesige Felsen herab, was die Suche nicht gerade ungefährlich macht. Wenn ich so einer triff, wirst du garantiert weggeschleudert. Aber wenn du auf diesem Ding reitest, kannst du ihnen vielleicht einfacher standhalten. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Hier wollte ich nicht lang. Ich wollte hier... aber ich kann da trotzdem noch lang von hier aus. Okay. Eine große fette Höhle. Soll ich da rein? Ich gehe da mal rein. Das ist, glaube ich, eine Abkürzung, oder? Das ist kein neues Gebiet. Nee, es scheint mich irgendwo anders hinzuführen. Nur wo bin ich jetzt? Achso, das ist nur ein kleiner Ort mit Items. Oder wie? Ja, nur ein kleiner Ort mit Items. Okay. Ich will wieder nach Hause. Ich will hier wieder raus.